Unser nächster Gast, unser nächster Sprecher ist Alexander Parawatz vom Lehrstuhl für Astronomie an der Universität Würzburg. Sie sehen, das ist auch in der Wissenschaft ein Thema und ich darf mich sehr freuen, ihn hier begrüßen zu dürfen. Bitte schön. Übrigens einer der ersten Bugs, die ein Logo hatten. Ne? Okay. Ja. Also wir hatten jetzt schon die Politik hier, wir hatten die Wirtschaft hier, jetzt haben wir auch noch die Forschung hier. Also ich komme aus dem universitären Umfeld und wurde gebeten, heute über Heartbleed was zu erzählen. Und gerade eben, weil es eben Open Source ist und in der Forschung ist es so, dass Open Data, Open Exchange, Open Source ein wichtiger Bestandteil ist der Forschung. Ohne das funktioniert es nicht. Der Austausch ist das Wichtige und ich möchte eben heute ein bisschen was über Heartbleed erzählen. So, kurz vorweg, ich habe immer noch Vertrauen in Open Source und aus diesem Grund habe ich dieses T-Shirt hier an. Also für die Leute ganz hinten, da ist Heartbleed Logo OpenSSL. Also ich habe das Vertrauen nicht verloren und ich möchte in dem Vortrag, der wird jetzt ein bisschen technischer, ich bin Physiker, kurz darauf eingehen, warum das immer noch funktioniert. So, und man merkt, ich bin ja irgendwie aus der Forschung, das heißt, mein Vortrag hat auch eine Struktur oder zumindest den... Oder zumindest den Anschein einer Struktur. Deswegen habe ich mir das überlegt. Also wir machen das auch ein bisschen interaktiver. Ich bin ja auch ein bisschen im CCC-Umfeld unterwegs und das erste C in CCC steht für Chaos. Gut, also erstens die Sicherheitslücke. Dann werde ich ein bisschen darauf eingehen, was für Auswirkungen diese Sicherheitslücke hatte und wie das Ganze am Ende dann gemanagt wird. Und ich hoffe, dass ich am Ende dann ein positives Fazit gebe. Und gucken wir mal, ob das klappt. Gut, Sicherheitslücke. Was war eigentlich Heartbleed? Der Kollege hat hier gerade schon angesprochen, jawohl, das ist ein Programmierfehler in der freien Kryptobibliothek OpenSSL. Genauer gesagt, für die Experten, es ist in der TLS, DTLS Heartbleed Expansion nach RFC 6520. Betroffen war eine bestimmte Anzahl von Versionen und dieser Fehler wurde eingespielt am 31.12.2011. Also das ist schon ein bisschen länger her. Der Fehler wurde behoben im April diesen Jahres, also 2014. So, also das ist schon ziemlich lang. So jetzt dann überlegt man sich, okay, Version 1.01 bis 1.01f. F war dann die Version, die dann die letzte Version. Warum gab es das vorher nicht? Jetzt muss man dazu sagen, ja, da gibt es noch eine Version von OpenSSL vorher, die wird immer noch eingesetzt, das ist die Version 098. Das benutzen auch die ganzen Banken, da ist dieser Fehler noch nicht drin. Aber diese Bibliothek ist verdammt alt. Die muss ja älter sein als 2011. Ja? Und tatsächlich ist es so, diese Version ist sehr alt und ist aber gerade bei Banken noch im Einsatz, weil man benutzt immer gern abgehangene Software. Da hat man die einfach schon lange im Einsatz, man weiß, dass die funktioniert und deswegen waren bei viele Banken von Heartbleed eigentlich nicht betroffen. Einfach, weil sie noch alte Software verwenden. Gerade auch so irgendwelche Bankautomaten benutzen noch XP. Weil wir gerade bei dem Thema vorhin waren, also nicht nur die Länder haben teilweise das Problem, von Microsoft wegzukommen, sondern auch die Banken. Gut, also. Wie ist dieser Fehler passiert? Ich hatte das Glück und habe den Erfinder in Anführungszeichen der Heartbleed-Lücke auch jetzt persönlich getroffen. Das ist der Robin Segelmann, das ist ein Deutscher. Der hat es damals in seiner Doktorarbeit mitentwickelt. Da ging es genau darum, diese Heartbleed-Extension für OpenSSL zu erweitern. Und dieser Fehler war irgendwie 2 Jahre unbemerkt. Und laut Netcraft, das ist ein relativ großes Internet-Analyse-Unternehmen, waren irgendwie mindestens 17% der Webserver, die HTTPS gemacht haben, mit der Version betroffen. Und was war das Dramatische eigentlich daran? Heartbleed hat, man konnte direkt den sensitiven Part des Speichers, den Server, auf den man draufgegangen ist, auslesen. Ja? Damit hat man dann teilweise Zugriff auf sensible Daten bekommen, wie zum Beispiel Benutzername, Passwort, wenn sie irgendwo Shopping gemacht haben, irgendwie Kreditkarteninformationen, dann natürlich ihre eigenen persönlichen Daten
Und was vielleicht ein bisschen kritischer ist, ist das Root-Server-Zertifikat. Also das, das sicherstellt von wegen, wenn ich eine Kommunikation aufbaue mit dem Server, das nachweist, ich bin der. Ja, das konnte ich auch auslesen. Was das für Auswirkungen hat, kommen wir später drauf. Das Problem an Heartbeat ist, man hat nicht gemerkt, dass dieser Fehler da war. Also in den üblichen, normalerweise Administratoren und jeder IT-Betreiber wirft effektiv mal einen Blick in seine Logfiles, um zu sehen, ob irgendwas komisch läuft. War nichts. Das Einzige, was tatsächlich geholfen hätte, herauszufinden, dass da was viel fehlläuft, ist, wenn man eine Technik anwendet, die heißt Deep Packet Inspection. Das heißt, man muss jedes einzelne Datenpaket, das zwischen dem Server hin und her läuft, aufzeichnen und angucken, aber das ist sehr aufwendig und macht normalerweise keiner. Und ich hoffe auch nicht, dass die Bundesregierung auf die Idee kommt, das zu machen. Es wurde schon diskutiert, ob man nicht das machen möchte und dann dem Volk noch ein bisschen mehr hinterher spionieren, weil dieses Beispiel hatten wir ja auch schon. Ich wollte eigentlich auch gleich mal eine Demo zeigen, wie das funktioniert, live. Leider lässt es hier die Technik nicht ganz zu, deswegen muss ich das jetzt hier ein bisschen nachspielen. Das heißt, ich bin jetzt, splitte mich mal auf in zwei Personen. Einerseits bin ich der Server. Hallo. Andererseits bin ich der Client. Hallo. Und versuche das mal nachzuspielen, was da eigentlich passiert. Gut, also ich bin jetzt der Client und ich möchte gerne zum Server eine Verbindung aufbauen. Und sag mal, ich bin jetzt leider im ICE von Würzburg nach Hamburg. Da kann es ja mal passieren, dass das Netz im ICE nicht so ganz toll ist. Und dann gibt es diese tolle Extension, die heißt Heartbeat, weil man schickt einfach mal ein Hallo, bist du noch da Server-Paket? Und dann antwortet er, ja, ich bin noch da. Das funktioniert im ICE nicht. Also es liegt am Netz. Aber die Idee war da kommt eigentlich die Idee her, warum man sowas machen möchte. So, also, ich sage, hallo Server, ich würde gern, bist du noch da? Und wenn du da bist, dann schick doch Hallo. Und Hallo hat 5 Buchstaben. H-A-L-L-O, ne? 5 Buchstaben. Schick das mal zurück. Dann sagt der Server, alles klar, ich schicke jetzt Hallo zurück, 5 Buchstaben. Irgendjemand hat sich aber jetzt mal überlegt, was passiert, wenn ich eigentlich Folgendes mache. Server, schick doch mal Hallo und gib nun, das sind 500 Zeichen. Dann sagte der Server, ja, hallo, ach ja, und nach dem Hallo in meinem Speicher steht noch Folgendes. Die Kreditkarten von Daten von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger zum Beispiel. Beispielsweise. Das ist schlecht. Ja. Weil die hat zufälligerweise auf der Seite gerade vor mir effektiv bei Amazon was eingekauft und mit ihrer Kreditkarte bezahlt. Und dann stand es noch im Speicher dieses Servers und ich konnte es einfach auslesen. Dann ist es schlecht. So, wie ist es überhaupt zu diesem Fehler gekommen? Also der Robin trifft eigentlich keine Schuld so in der Hinsicht. Das war halt ein einfacher Programmierfehler, aber um Ausmaß in der Größenordnung zu bekommen, sind halt ein paar Sachen zusammengekommen, die vielleicht ein bisschen ungeschickt sind. Erstens, okay, ein Programmierer macht einen Fehler. Das passiert jeden Tag, keinen Vorwurf machen, ganz klar. Aber die Speicherverwaltung von OpenSSL, das ist eine Software, die gibt es schon sehr lange. Die ist dementsprechend auch gut abgehangen, wie wir schon gemerkt haben, wie lange das ist. Und sehr viele Server im Netz betreiben dieses HTTPS. Ja, und benutzen Open Source. Ja. Ich habe hier auch mal so eine Liste an kleineren Firmen im Netz, die davon betroffen waren. Ich glaube, da können Sie sich auch damit identifizieren. Aber gerade eben, weil OpenSSL so universal ist und fast auf jeder Plattform läuft, auch auf den alten, ich habe gehört, da gibt es Leute, die exportieren das noch auf WAX, läuft da auch noch. Deswegen ist die sehr breit und deswegen benutzt eigentlich OpenSSL ein eigenes Speichermanagement, um Datenmengen zu verwalten und nicht die von Betriebssystemen. Und da war leider auch ein kleiner Fehler drin, so dass das überhaupt möglich war. Also es wurde einfach nicht überprüft. Normalerweise jetzt Leute, die Softwareentwicklung machen, die testen normalerweise ihre Software. Da dieses Testen ist sehr aufwendig. Deswegen macht man automatisierte Tests, weil es ist A, langweilig, B, es dauert zu lang und es macht kein Mensch mehr. Das Problem ist jetzt gerade bei dem Fehler hat das Testen auch nicht so ganz funktioniert.
Und das war auch ein Grund, weswegen eigentlich seit 2 Jahren dieser Fehler quasi unentdeckt war. Ja? So, wer von Ihnen hier im Raum war zumindest schon mal auf den Webseiten von denen? Okay, Gegenfrage, wer nicht? Gut, bei vielen dieser Webseiten kann man sich einloggen. Ja, zum Beispiel bei YouTube, Facebook. Wer betreibt irgendwas bei Amazon AWS? Auch ein paar Leute, ja, okay. Yahoo zum Beispiel. Da ist normalerweise oben dann ein Login-Formular und wenn man da draufklickt, bekommt man automatisch eine HTTPS-Verbindung. Ja, man möchte nicht sein Passwort quer übers Internet schreien, das ist schon lange aus. Das macht man nicht mehr. Und deswegen, aber das Problem war, also in dem Moment hat es halt einfach nichts genutzt. Ja? Also das ist so das Problem an dieser Lücke gewesen. So, was hat das Ganze jetzt für Auswirkungen gehabt? Also bis auf die Tatsache, dass ich eventuell die Kreditkartendaten habe von Ihnen oder von jemand anderen, was ist das Problem an Heartbleed? So, das eine ist, dass wir immer noch nicht wissen, was für Langzeitfolgen das hat. Das ist, glaube ich, das größte Problem, weil diese Bibliothek ist sehr breit im Einsatz und gerade auch in Hinsicht auf die Industrie 4.0. Sie haben sehr viele Embedded Devices, auf denen läuft eventuell ein Linux-Derivat mit eventuell noch einer ungepatchten OpenSSL-Version. Ja? Das heißt, Sie haben eventuell erst in 2-3 Jahren haben Sie auf einmal jemanden, der Ihre Heizung ausschaltet, weil da auf der Firmware von der Heizung noch eine alte Version von OpenSSL läuft und Sie an die Zugangsdaten kamen. Ja. Es ist auch unklar, wie viele Daten tatsächlich eigentlich ausgelesen wurden, weil dadurch, dass es nicht in den Serverlogs oder irgendwie in irgendwelchen Logbüchern stand, kann man keine Daten darüber erfassen, wie viel eigentlich abgegrast wurde. Ja. Viel schlimmer sind eventuell die Kronjuwelen praktisch dieses Servers zu klauen und die Serverzertifikate. Google ist das leider passiert und ich hätte in dem Moment, wo ich ein Serverzertifikat von Google habe, selber Google spielen können. Und jeder Browser auf der Welt hätte mir vertraut, weil das Serverzertifikat ist für Google ausgestellt. Ich gebe mich mit dem Google-Zertifikat aus. Ich bin Google. Ja? Normalerweise gibt es eine Funktion für SSL, dass man entsprechend solche Zertifikate, die irgendwie geklaut wurden oder sowas oder abgelaufen sind, die werden zurückgezogen. Ja? Das hat man normalerweise gemacht. Aber eben, ich habe erst nochmal nachgeguckt, es gibt wohl 7% der Server sind immer noch im Einsatz, wo diese Zertifikate nicht zurückgezogen wurden. Das ist vielleicht auch ein bisschen schlecht, da schlafen entweder die Admins oder es wird einfach niemand bezahlt, der das macht, ich weiß es nicht. Und gerade in Hinsicht auf NSA-Affäre und allem drum und dran ist unklar, ob eventuell nicht vorher schon Leute Bescheid wussten, dass es diese Lücke gab oder nicht. Dadurch, dass die auch nicht schwer Spuren hinterlassen hat, ist es unklar. Wir wissen nicht, ob Dritte, Geheimdienste, China, wer auch immer, da Zugriff drauf hatte und nicht schon eventuell schon Daten abgeforstet hat. Deswegen war das Erste und was auch generell in den Medien war, ändern Sie überall Ihre Passwörter. Das allein hilft leider nicht, wenn man die Server hinten dran nicht patcht. Ja. Gut. Wie wurde mit dem Problem umgegangen? Ich sagte, ich habe das Vertrauen in Open-Source-Software nicht verloren. Ich setze sie selber seit über 15 Jahren ein. Und ich denke, wie das Ganze gehandhabt wurde, war sehr gut. Natürlich hätte man manche Dinge besser machen können, aber das Management, der offene Umgang, das offene Darlegen, dass es diese Lücke gab, war in der Hinsicht einzigartig und ist auf einem Level bisher noch, es gab noch keinen anderen Vorfall auf der Größenskalenordnung, wo man sagte, okay, man hat da einen großen Sicherheitsfail. Wir sagen ja Fail, die Nerds sagen Fail, also Fehler. Und genau, wie hat das funktioniert? Also, ein paar Sicherheitsforscher bei Google und einer anderen Firma Codenomicon, die haben zufälligerweise diesen Fehler bei einer Revision dieser Software, dadurch, dass sie open einsichtbar ist, entdeckt. Also man guckt halt mal doch in den Quellcode. Das haben leider viel zu wenige gemacht, also auch der entsprechende Maintainer, als der Patch eingespielt wurde,
das war leider 31.12.2011, da wurde dann gemutmaßt von wegen, naja, der war ja kurz vor Silvester ja schon betrunken unter den Tisch gelegen. War er nicht, weil es war eine andere Zeitzone. Das ist nämlich das Nächste. Open Source ist international. Nur weil jemand in Deutschland um kurz vor 12 irgendwas online stellt, heißt das noch lange nicht, dass es 12 Uhr in den USA ist. Sondern das sind nochmal 6 Stunden Unterschied. Ja. So, es wurde jedenfalls eine Webseite eingelegt, die heißt heartbleed.com. Da habe ich auch dieses tolle Logo her. Der Patch wurde instantan auch bereitgestellt. Also es wurde nicht nur gesagt, ihr habt da ein Problem, sondern hier ist auch noch gleich die Lösung und wir geben sie umsonst raus. Ja? Dieser Fehler wurde unheimlich breit getreten. Ja? Also alle Medien, die ich irgendwie gesehen habe, haben darüber berichtet. Ja? Und in der Hinsicht wurde natürlich gleich diskutiert, wie konnte es überhaupt zu so einem Fehler kommen. Ja? Also diese Missstände, die da existiert haben, dass OpenSSL eigentlich nur von 5 Leuten weltweit gewartet wird, das sind die Maintainer, also die Leute, die neue Versionen bereitspielen und patchen. Dass es nur 5 sind, dass die auch mit der ein bisschen überfordert sind, teilweise mit den Nachfragen nachzukommen, das ist dann erst aufgefallen. Dass die Leute das teilweise ehrenamtlich machen und nicht bezahlt werden, ist auch ein Problem. Ja. Aber generell, die Maintainer haben sich hingesetzt und instantan gab es einen Patch. Das heißt, das Problem wurde behoben. Die Community, wie man so schön sagt, ne, also ihr alle, hat darauf reagiert und es wurde gefixt, sodass effektiv eine Woche später eigentlich fast alle, bis halt auf diese 7% irgendwie, das Problem beseitigt war. Und so muss es eigentlich laufen. Es darf nicht erst auf einen Patch-Day gewartet werden, wie zum Beispiel jetzt bei Oracle. Und dann patchen sie auf einmal 50 Sicherheitslücken querbeet in ihren Produkten, von wegen die Hälfte nicht mal klar war, was die Fehler überhaupt waren, die irgendwie eventuell schon irgendeiner russischen Szene irgendwo unter Underground gehandelt wurden und es schon seit Monaten oder seit Jahren effektiv schon Exploits dafür gab, so dass Daten oder sowas das ist einfach nicht transparent. Ja? Das funktioniert nicht. So hat es jedenfalls Spiegel gehandhabt, das war der entsprechende Aufruf von Spiegel von wegen, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Wie immer halt. schon wieder, ne? Genau. Aber immerhin haben alle in Medien drüber diskutiert und es wurde von Administratoren sehr schnell gepatcht. Also Gott sei Dank. Ja? So, daher. Wie reagiert man jetzt drauf? Wie fixt man so ein Problem? Also ein Pflaster, leiden tat es in dem Fall nicht. Offener Umgang mit den Handhabungen von den Fehlern ist wichtig. Fehler passieren. Jeder von Ihnen macht Fehler. Es gibt kein perfektes System. Ja? Wie man damit den Fehlern aber umgeht, ist das Wichtigste. Ja? Aus Fehlern, man sagt nicht umsonst, aus Fehlern lernt man. Und ich glaube, das muss man in dem Fall auch machen. Und in dem Fall kann man daraus lernen, dass man Open Source mehr unterstützen müsste. Weil wenn das vielleicht ein paar Leute mehr gewesen wären, die auch dafür bezahlt worden wären, weil Open Source heißt nämlich, ist zwar freie Software, aber Open Source ist nicht umsonst. Jemand schreibt diese Software ja auch und der muss natürlich auch irgendwie ein bisschen Geld dafür bekommen, ja, um einfach mal auch zu leben. Oder die Administratoren, die dann sich darum kümmern müssen, dass dieser Fehler ist. Oder vielleicht in ihrer Firma einfach ein Entwickler, weil sie SSL haben und sie möchten ein Produkt verkaufen und es basiert auf Open Source. In der Hinsicht müssten sie eingreifen und sagen, okay, wir unterstützen Open Source, wir spenden da vielleicht ein bisschen Geld oder bezahlen sogar einen Entwickler, der hilft, nochmal über den Code zu gehen. Dadurch, dass es frei natürlich ist, gab es natürlich dementsprechend auch natürlich Open Source Forks. Die BSD Foundation hat sich natürlich dem Thema angenommen und da LibreSSL jetzt zum Beispiel gibt es einen neuen Fork von OpenSSL, weil OpenSSL ist tatsächlich ein bisschen ein sehr, sehr alter Code und so ein Rewrite tut sich vielleicht nicht schlecht. Insgesamt gesehen hat sich aber eigentlich an der weltweiten Serverstruktur nichts geändert. OpenSSL ist immer noch im Einsatz, nur eben auf einer neuen Version. Und am Ende würde ich sagen, Sie alle können bei Open Source mitmachen. Sogar der Robin, also gerade eben der diesen Fehler begangen hat,
sagte auch erst in dem Vortrag, mitmachen kann jeder. Sie können testen, Sie können Features vorschlagen, Sie können merken, von wegen, da passiert irgendwas nicht. Ja? Sie müssen nicht unbedingt gleich irgendwie den Quelltext runterladen, da reintun und drin rumfuhrwerken. Das passiert nicht. Ja? Es reicht, wenn Sie einfach sagen, boah, da ist was, das gefällt mir nicht, ich schreibe dem Maintainer mal eine Mail. Das reicht. Vielleicht, wenn Sie noch einen Euro spenden, ist perfekt. Das war so von meiner Seite über dieses Heartbleed-Problem. Mit der Demo wäre es noch lustiger gewesen, aber vielleicht ein andermal. Ja. Dankeschön.